Soccer Service ist heute zu Gast bei der Frauenfußballabteilung des TSV Schwaben Augsburg. Frauenfußball hier im Ernst-Lehner-Stadion. Zu meiner Rechten die Abteilungsleiterin und Managerin Gabi Meisle und mit ihrem Trainer, dem Roland Klemmer. Roland, gleich eine kurze Frage. Vorbereitung, sprich den Start in die neue Saison. Dein Fazit. Ja, Vorbereitung haben wir angefangen gegen lauter Höherklassige, also meistens Regionalliga. War gemischt, wir haben zwei gewonnen, zwei verloren, war eigentlich für das Ganze in Ordnung. Punktrundenauftrag war nicht wieder optimal, drei Spiele, drei Siege. Der zweite verliert, sind 10 Punkte Vorsprung, also im Moment sind wir glücklich. Du sprichst es an, 10 Punkte Vorsprung. Was mich natürlich interessiert, wie hältst du als Trainer hier die Konzentration deiner Mannschaft in dem Bereich hoch, um keinen Schlendrian aufkommen zu lassen? Also es kann sich keiner sicher sein, dass er spielt. Wir haben gerade im Training von 21 Spielerinnen, die Vollgas geben müssen. Und wer da nicht mitzieht und sie hängen lässt, der spielt einfach nicht. Okay. Klare Ansage. Gibt es im Bereich Neuzugänge, man darf ja das Wort Regionalliga schon mal in den Mund nehmen, gibt es in der Richtung schon was Neues zu vermelden? Also es war jetzt eine im Probetraining diese Woche, das war ganz okay, aber es ist noch nicht spruchreif. Schauen wir mal. Okay, in der Richtung viel Erfolg natürlich. Gabi, Frage Weltmeisterschaft natürlich. Vor der Haustür hier in Augsburg, Austragungsort. Was versprichst du speziell von der Frauenfußball-Weltmeisterschaft auf Bundesebene und natürlich explizit für Augsburg? Ja, ich denke schon, dass die WM der Frauen heuer einen Aufschwung nochmal gibt. Die letzten Jahre waren ja sowieso schon kontinuierliche Steigerung zu vermerken. Hier in Augsburg, weil man weiß, das Viertelfinale ist ja so gut wie ausverkauft. Die Resonanz der Leute ist da und ich denke, in Augsburg werden die Stadien voll werden. Ob das sich natürlich dann auswirkt, dass wir einen größeren Zulauf haben, gerade im Jugendbereich, das ist abzuwarten. Beziehungsweise wie läuft die Planung? Ihr müsst einfach das Wort Regionalliga schon mal in den Mund nehmen. Damenfußball auf ganz hohem Niveau in Augsburg. Wie laufen die Planungen? Also wir sind natürlich fest an der Sponsorensuche. Wir haben also auch schon ein paar Kontaktadressen und ein paar Gespräche. Aber es gestaltet sich halt alles sehr, sehr zäh und schwierig. Aber wir sind doch zuversichtlich, dass es uns heuer gelingt, auch einen oder mehrere, vielleicht müssen wir einen Sponsorenpool bilden, zu gründen, weil die Kosten in der Regionalliga sind doch nochmal einen Sprung höher wie die in der Bayernliga und die reichen auch schon. Ich denke, es wird mit Sicherheit ein schweres Unterfangen, aber ich sage mal, es wird positiv, man stellt sich das natürlich immer positiv dar. Marketing, wie speziell wäre jetzt beispielsweise Ihr Pool-Gedanke? Poolgedanke ist natürlich in der heutigen Zeit, wo wir haben halt in Augsburg zwei große Bundesligisten und da ist natürlich klar, dass wir da dann ein bisschen ins Hintertreffen kommen. Was ich eigentlich schade finde, dass im Frauenbereich weniger mal sich zur Verfügung stellen, auch die zu unterstützen, die den Sport aus reiner Freude machen und nicht wegen finanzieller Unterstützung kriegen. Ganz klar. Okay, wir wünschen euch natürlich von Haus aus das Beste, dass er den Sprung Regionalliga klar anvisiert. Ich möchte also nicht versäumen, natürlich ein Highlight, was vielleicht vor Ort schon mal notiert werden sollte. Das wäre der Samstag, der 28. Mai, spielt der TSV Schwaben Augsburg mit den Damen gegen den FSV Hof. Hier heißt es so Abschluss. Ich denke, Meisterschaftsfeier, Schwabens Soccer Service wird also mit Sicherheit vor Ort sein, ja, mit Interviews, Marketingveranstaltungen und am Schluss wird es sicherlich eine Pressekonferenz geben und es wird mit Sicherheit ein Highlight. Bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Danke.